Ligurien, das sind die Cinque Terre. Und das ist natürlich Genua. Das sind aber auch Meer und Strände. Ligurien sind aber ebenso das Hinterland mit seinen Spuren der menschlichen Besiedelung seit Jahrhunderten. Von vier dieser Spuren erzählt dieser Film. Die Cave Arma delle Mani ist eine der größten Höhlen des Finale-Gebiets. Ausgrabungen, die seit den 1960er Jahren in der Höhle durchgeführt wurden, haben Artefakte zutage gefördert, die die menschliche Anwesenheit in der Höhle seit prähistorischen Zeiten bezeugen, die hauptsächlich dem Neandertaler zuzuschreiben sind. Die Höhle wird seit Jahrhunderten von lokalen Bauern als Stall und Mühle genutzt. Und einige interessante Funde sind noch immer darin vorhanden.
Ende des 12. Jahrhunderts errichteten Enrico I. del Caretto oder sein Sohn Heinrich II. Eine Caminata, das ist ein feudaler Palast oberhalb von Finalborgo. Er wurde 1217 von Heinrich II. Vergrößert und befestigt. 1448 wurde er von der Republik Genua teilweise abgerissen und zwischen 1451 und 1452 von Giovanni I. del Caretto wieder aufgebaut. In den folgenden Jahrhunderten wurde das Kastell immer weiter ausgebaut. Im 16. Jahrhundert schließlich begann der Bau einer rechteckigen Außenanlage, deren Bau in den letzten Jahren der Caretto-Herrschaft abgeschlossen wurde. Weitere Außenarbeiten, die aber auf die Sicherheit der Burg abzielten, wurden unter spanischer Herrschaft durchgeführt. . 1715 wurde die Burg nach dem Kauf des Markgrafentums durch die Republik Genua erneut von genuesischen Architekten abgerissen. Am 29. Dezember 1989 wurde die Burg der Gemeinde Finale Ligure geschenkt. Diese führte eine erste Phase der Wiederherstellung durch, die auf die Erhaltung und touristische Nutzung der imposanten Ruinen abzielte. Schon von weitem sichtbar thront über dem Dorf Palestrino das Castello di Palestrino. Es wurde zwischen 1515 und 1559 vom Marchese Piero II. Del Caretto erbaut und anschließend umgebaut. Palestrino wurde zur wirtschaftlichen Hauptstadt des gesamten Tals und schaffte es, unabhängig von der Republik Genua zu bleiben, die damals die umliegenden Ländereien besaß. Im Jahr 1735 ging das Lehen an das Königreich Sardinien über, der Familie del Caretto blieben nur noch Restfeudalrechte. Heute ist das Castello in Privatbesitz. Thank you.
auf einer Höhe von 1100 Metern wurde dieses alte Dorf im 12. Jahrhundert vom Marquis von Clavisana gegründet. Die Bedeutung dieses Zentrums schwand mit dem Aufstieg der Familie del Caretto und der Gründung des nahegelegenen Lehens von Zuccarello im 14. Jahrhundert. Das Dorf Clavisana verlor daraufhin seine Autonomie und wurde Teil des Territoriums der mächtigen Familie del Caretto. Zwischen 1623 und 1624 kauften die Savoyen das Dorf und behielten es im eigenen Herzogtum, bis es 1672 nach einer langen Belagerung an die Republik Genua abgetreten wurde. 1815 wurde Castelvecchio Teil des Königreichs Sardinien und 1861 des Königreichs Italien.